Wer sich über Killerphrasen ärgert, der ärgert sich viel zu sehr und viel zu oft über Worte. Man muss sich aber auch die Absender anschauen, diese Mundtotmacher. Und das ist genau das, was wir heute unter die Lupe nehmen. Die fünf Killerkönige. Der Ignoranzler. Ignorare heißt aus dem Lateinischen beschränkt sein, unwissend sein und darauf ist er auch ganz mächtig stolz. Ist jemand mit einfachen Lebensformeln, mit kernigen Tipps, mit Ratschlägen, der ganz gut in seinem Denken mit mein Haus, mein Auto, meine Firma, meine Frau zurechtkommt, auch durchaus stolz ist, Dinge nicht weiter wissen zu wollen, keine Gedanken in die Tiefe zu ventilieren und dem er erkennen kann. An so typischen Sagen wie, geh bitte, was brauchst du, warum gehst wählen, glaubst du, die da oben interessiert wirklich, was wir denken. Also der macht doch keinen Hehl aus seinen entscheidungsstarken Geschichten in Bezug auf die Welt ist groß, aber mich interessiert das Kleine, das Meine. Der Spalter. Der Spalter ist inhaltlich aufmerksam, ist beredt, ein geübter Redner und liegt wie der Fuchs auf der Lauer, um zu schauen, wo kann er die nächsten Dinge auseinanderdividieren, wo kann er spalten. Mit ihm am Tisch wird das Gesprächsklima rauer. Er ist durchaus jemand, der nicht am Konsens interessiert ist, sondern kein Problem mit Streit, Zoff und Dissens hat. Und natürlich ist er jemand, der andere Menschen immer versucht, hier auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Man erkennt ihn an Dingen wie, sind da deine Ausführungen wirklich präzise, was ist, wenn alle Menschen das so machen? Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Also eine ganz wesentliche Geschichte beim Spalter ist, er ist ein Fuchs und er macht das alles nur für seine eigene Eitelkeit. Er macht das alles nur, damit er gut dasteht. Er ist belesen, er googelt, er recherchiert, also er googelt nicht nur, sondern recherchiert auch und ist oft im Clinch mit anderen im Sinne von, nein, das weiß ich besser, du, da schaue ich danach. Also er ist einer, der hier den Dingen auf den Grund geht. Der Dampfplauderer. Im Vergleich zum Spalter sind das keine Klartexte, sondern wilde Schwadronneure, die am üppigen Buffet mit viel Sprachzucker und wohlklingender Stimme, aber süßelnd daherkommen. Es ist manchmal richtig peinlich, von so jemandem hofiert zu werden. Ein klares Ja oder Nein gibt es so gut wie nie. Alles hängt davon ab oder ist die Frage von. Und natürlich reißt er das Wort an sich. Wenn man dem was erzählt, sagt er, das stimmt, was Sie sagen, aber das erinnert mich an meine letzte Reise in die Toskana, lieber Herr Kollege. Und man ist den Redeanteil los. Das sind die Dampfplauderer. Dickschnappige. Die muss vom Redeklischee her nicht unbedingt eine Frau sein. Wenn es eine Frau ist, sind es tatsächlich sehr oft Schmallippige mit viel zu hohen Stimmen, mit kaprizierten Wesen, einer gewissen professionellen Zickigkeit und Überspanntheit, die das auch genießt zu zeigen, mit mir ist nicht gut Kirschen essen und die da alles kontrolliert und hier klar macht. Ja, das gefällt mir nicht, die sich sehr gerne also irgendwo beschwert und reklamiert. Und wichtig ist, sie sendet Suggestivfragen, und zwar eine nach der anderen. Finden Sie nicht auch für diesen Abend da, in dem Ambiente 3000 Euro auszugeben? Also ich meine, da kann ich mal als für unsere Firma hier schon mehr erwarten, haben Sie nicht auch das Gefühl? Wenn man da jetzt Ja sagt, wird man sofort aus dem Kontext gerissen zitiert, immer bei Situationen, wo die das gut brauchen kann, man vielleicht das selber gar nicht will. Sympathisch ist die Knappige selten und Humor hat sie nicht unbedingt. Also schwierige Frauen gibt es aber auch Männer. Der Verharmloser. Der heißt so, weil er genau das macht. Im Vergleich zum Spalter ist er kein klassischer Oppositionspolitiker, aber auch jemand, der gerne was richtigstellt, gerne korrigiert und eben Dinge runterspielt und relativiert. An und für sich ist er ordentlich, brav, lieb, harmlos, techno- oder bürokratisch und inhaltlich relativ dünn. Kocht aber immer sein eigenes Süppchen und umgibt sich mit dem Nimbus, ich bin privat viel vielschichtiger als in der Firma, na du müsstest mich erst einmal privat kennen. Das kann man im Geschäftsalltag nicht kontrollieren und deswegen bleibt er natürlich mit diesem Nimbus über. Er ist einer, der gerne relativiert im Sinne von, das habe ich aber nicht so erlebt, wie du da sagst. Also ich fand das gar nicht so verregnet dort. Oder das hast du auch schon mal anders erzählt. Übertreibst du da jetzt nicht ziemlich? Er hat kein Interesse daran, das Gespräch voranzutreiben und lässt uns dann oft über mit Nona-Aussagen oder irgendwelchen Binsenweisheiten. Stimme und Sprache sind unsere Karrierefaktoren. In der Schule des Sprechens kümmern wir uns darum, Ihnen Werkzeuge mitzugeben, um beruflich und privat mit guter Rhetorik punkten zu können.